Meine Damen und Herren, wir haben in anderen Vorträgen gesehen, wie Altägypten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach München gefunden hat. Auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal durch die Erwerbung von Ludwig I. für seine Glyptothek, also auf dem Gebiet der ägyptischen Kunst. Und zum anderen durch die Bemühungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sich am Wettlauf um die Entzifferung der Hieroglyphen anhand des Rosetta-Steins zu beteiligen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist dann, was Altägypten in München betrifft, Tabula rasa, es tut sich nur ganz wenig, es kommen keine weiteren Objekte nach München. Das soll sich erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ändern durch eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing. Bissing ist 1873 in Potsdam geboren, als Sohn des preußischen Generals Moritz von Bissing, der eine steile Karriere im Militär erlebt hat und aus wohlsituierter Familie stammte, und als Sohn von Myra Wesendonck, der Tochter der Mathilde Wesendonck, die sich weniger als Schriftstellerin, sondern vor allem als Muse von Richard Wagner einen Namen gemacht hat. Friedrich Wilhelm ging in Berlin aufs Gymnasium, ist aber schon als Siebenjähriger mit seiner Mutter und seiner Großmutter nach Ägypten gereist. Auf der Überfahrt von Marseille nach Alexandria muss sich der kleine Friedrich Wilhelm auf dem Schiff ziemlich lebhaft aufgeführt haben, sodass der Kapitän des Schiffes sich veranlasst sah, einzuschreiten und ihn in die Schranken zu weisen. Ein französischer Passagier auf diesem Schiff beobachtete das und setzte sich für den kleinen Buben ein. Es war Gaston Maspero, der französische Ägyptologe, der auf der Reise nach Kairo war, wo er den Posten des Generaldirektors der ägyptischen Altertümerverwaltung antreten sollte, den er dann über Jahrzehnte mit überaus großem Erfolg wahrgenommen hat. Diese erste Begegnung des kleinen Friedrich Wilhelm mit einem damals schon berühmten Ägyptologen hat offensichtlich auf den weiteren Lebensweg von Friedrich Wilhelm von Bissing Einfluss gehabt, wie wir noch sehen werden. Bissing hat in Berlin bei Adolf Ehrmann und dann in Bonn bei Professor Wiedemann Ägyptologie studiert und 1896 wurde er in Bonn promoviert mit einer Arbeit über eine historische Inschrift der 18. Dynastie von Thutmosis III. In Karnak. Er widmet diese Dissertation seinen beiden Lehrern, Adolf Ehrmann und Alfred Wiedemann. Und kurz nach der Promotion macht er sich wieder auf nach Ägypten. Als junger Mann findet er dort, vielleicht durch die Begegnung mit Maspero, auf jeden Fall aber aufgrund seiner Herkunft und seines guten Namens sehr schnell
einen Namen. Er hat gewissermaßen eine Visitenkarte in zweifacher Hinsicht erfolgreich für seine künftige Karriere. Das ist einmal die Herkunft aus renommierter Familie und zum anderen ein gewaltiges Familienvermögen, das ihm für seine künftigen Arbeiten in Ägypten zur Verfügung stehen wird. Von 1898 bis 1901 tut er sich mit Ludwig Borchardt, dem großen Ausgräber, zusammen und gräbt in Ägypten aus. Zuvor hatte er bereits eine Anstellung am Ägyptischen Museum, wo er sich mit einem eigenen Band am Monumentalprojekt des Catalog General des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire beteiligt hat, einem Katalogband über Metallgefäße, Steingefäße und Fayencegefäße im Ägyptischen Museum. Zusammen mit Borchardt unternimmt er eine mehrjährige Grabung in den Ruinen des Sonnenheiligtums des Königs Nioseré aus der 5. Dynastie, aus der Pyramidenzeit des Alten Reiches, also um 2380 vor Christus. Eine Anlage, die vollkommen zusammengefallen war, die aber aufgrund der überaus sorgfältigen Ausgrabungsarbeiten von Borchardt und Bissing lückenlos rekonstruiert werden konnte. Diese Grabung hat Friedrich Wilhelm von Bissing aus eigener Tasche finanziert. Und die Ergebnisse dieser Grabung sind nicht nur deshalb so wichtig, weil hier ein bis dahin unbekannter Bautypus rekonstruiert werden konnte, sondern vor allem eine gewaltige Anzahl von Reliefs, von bemalten Kalksteinreliefs der Wände, der den Tempel umgebenden Räume freigelegt wurde. Es war das erste Mal in der Ägyptologie, dass aus dem königlichen Bereich des Alten Reiches derartige Reliefs bekannt geworden sind. Darstellungen des Lebens in der Natur, die sogenannte Weltenkammer, und Darstellungen des königlichen Regierungsjubiläums des Hepsed. Schon wenige Jahre nach den Ausgrabungen hat Bissing wieder auf eigene Kosten die wichtigsten Ergebnisse dieser Grabung in großformatigen Publikationsbänden vorgelegt und damit der Ägyptologie einen ganz entscheidenden Impuls gegeben. Die Zusammenarbeit mit Borchardt und mit dessen Kollegen Heinrich Schäfer war allerdings nur von kurzer Dauer. Es ist überliefert, dass eines Morgens Schäfer und Borchardt im Gehrock und mit Zylinder zu früher Stunde in die Pension gekommen sind, in der Bissing in Kairo wohnte. Und als er im Schlafanzug ins Foyer kam, eröffneten sie ihm: "Lieber Fritz, von nun an werden wir zu Ihnen Herr von Bissing sagen", drehten sich um und verschwanden. Es war also ein gestörtes Verhältnis und das mag darauf hinweisen, dass Bissing eine wohl sehr eigenwillige Persönlichkeit gewesen ist. Während dieser Jahre in Ägypten, wo er übrigens offiziell im ägyptischen Staatsdienst stand, hat er in großem Umfang den damals reich bestückten, fast würde man sagen überquellenden antiken Markt in Kairo intensiv genutzt und angefangen, sich eine Privatsammlung zusammenzustellen, für die er ganz klare Kriterien hatte, nämlich Kunstwerke zu sammeln, nicht archäologische Belegstücke, sondern Kunstwerke von hoher Qualität. Das wird seine weitere Sammlungstätigkeit prägen. Er kehrt nach München zurück.
Da hatte sich, wie wir gesehen haben, 1896 in Bonn promoviert und dann in München 1902 habilitiert. Seine geradezu unbeschränkten finanziellen Mittel erlaubten es ihm, in Schwabing, nicht weit vom Siegestor in der Georgenstraße, das Palais Bissing, das heute noch dort steht, Georgenstraße 12, zu seinem Sitz, nicht nur seinem Wohnsitz, sondern zu seiner Privatsammlung auszubauen, in der er in einem Anbau praktisch ein Privatmuseum einrichtete, in das man als Ägypteninteressierter und Kunstinteressierter auch gehen konnte. Es wurden Eintrittskarten gedruckt und verkauft. Und hier im Palais Bissing gab es seine enorme Fachbibliothek, seine ägyptologische Bibliothek. Da gab es einen Vorlesungsraum. Und nachdem er sich 1902 in München habilitiert hatte, wurde er an der Münchner Universität zum Privatdozenten und dann zum Honorarprofessor ernannt. Honorarprofessor, das bedeutete schon damals das, was es heute noch bedeutet, nämlich eine Professur ohne Honorar. Bissing war nicht auf eine Vergütung seiner Lehrtätigkeit angewiesen. Ganz im Gegenteil, er hat das Palais von Bissing als eine private Forschungs- und Lehrstätte der Ägyptologie aufgebaut und betrieben. Sehr zum Missfallen der Universität übrigens, der es schwer war, in sein Tun in irgendeiner Weise einzugreifen. Seine gewaltige Sammlung ist dann in den Jahren zwischen 1902 und 1914 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges in ihren wesentlichen Stücken in die Glyptothek am Königsplatz und zum Teil in die ägyptische Sammlung der Akademie gelangt, teils als Schenkung, teils als Leihgabe. Manche dieser Leihgaben sind dann übrigens erst nach dem Zweiten Weltkrieg definitiv vom Freistaat Bayern erworben worden. In der Glyptothek hat Bissing ein Problem insofern gefunden, als sie durch die Erwerbung von Ludwig I. und durch die Überstellung der Objekte der Akademie bereits einen sehr wohlgefüllten, eigentlich überfüllten ägyptischen Saal hatte. Und so sind viele Objekte der Bissing-Sammlung gar nicht in die Ausstellung gekommen, also dem Publikum vorenthalten worden, sondern ins Magazin, in die Keller und in andere dezentrale Orte. Bissing hat in diesen Schenkungen und Leihgaben der ersten eineinhalb Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts einen wesentlichen Grundstock für das gelegt, was heute den Charakter des Staatlichen Museums ägyptischer Kunst in München ausmacht. Ägyptische Kunst vom Feinsten und quer durch die Perioden. Die Reliefs aus dem Sonnenheiligtum des Nioseré, die ich schon erwähnt habe, hier eine Szene des königlichen Regierungsjubiläums, hier zwei Ausschnitte aus der Jahreszeitenkammer mit der köstlichen Darstellung von Ichneumons, der Sonnengott, der im Leben der Tiere und Pflanzen in der Natur sich auf Erden manifestiert, also Denkmäler des Alten Reiches. Seine Sammlung ist aber deshalb so überaus reichhaltig und vielseitig gewesen, weil Bissing sich mit seinen reichen finanziellen Mitteln an den Grabungen anderer Wissenschaftler beteiligt hat.
Es ist eigenartig, dass es weniger deutsche Grabungen in Ägypten gewesen sind, sondern ausschließlich britische Grabungen. So finden wir die Crème de la Crème der britischen Ägyptologie des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts unter denen, die von Bissing finanzielle Zuwendungen erhalten haben. Flinders Pittery, der große Mann der britischen Archäologie, der praktisch überall in Ägypten von Tanis bis nach Nubien gegraben hat. Howard Carter, dessen Name mit der Entdeckung des später entdeckten Tutanchamun-Grabes in Verbindung steht. Cecil Firth und Quibell, die vor allem in Saqqara gegraben haben. Und John Garstang und Francis Griffith, deren Schwerpunktgebiet Nubien und der Sudan gewesen sind. Durch die finanzielle Beteiligung an diesen Grabungen bekam Bissing bei der damals üblichen Teilung der Grabungsfunde einen Anteil übereignet. In den Publikationen dieser Grabungen finden wir immer am Ende eine Distribution List. Dort wird aufgeführt, wo die einzelnen Objekte, die in der Publikation vorgeführt werden, ihren endgültigen Platz gefunden haben. Und in diesen Distribution Lists finden wir immer wieder Munich. Das erweckt natürlich den Eindruck, dass diese Stücke in öffentliche Sammlungen in München gelangt sind, aber es waren nicht die öffentlichen Sammlungen, wie zum Beispiel die Bibliothek, sondern es war die Privatsammlung von Bissing. Die Bandbreite dessen, was über von Bissing als Schenkung und Leihgabe nach München gekommen ist, ist gewaltig. Sie beginnt historisch im späten 4. Jahrtausends mit den vorgeschichtlichen Keramiken Badari, Negade 1 links unten, Negade 2 links oben, geht weiter über die Denkmäler des Alten Reiches, die kostbaren einzigartigen Reliefs aus dem Grab des Neferma'at in Medum 2650 vor Christus. Die unter Ihnen, meine Damen und Herren, die die Münchner Sammlung kennen, sehen natürlich gleich, aha, das sind ja die Stücke, die heute in der Dauerausstellung des Museums einen ganz prominenten Platz einnehmen. Aus dem Alten Reich die Reliefs aus dem Grab des Meni auf der linken Seite oder dem Grab des Rahotep auf der rechten Seite. Darunter auch Stücke, die bis heute noch unerforscht sind, so zum Beispiel diese Basis von einer Dreiergruppe, möglicherweise ein König zwischen zwei Göttern. Das muss erst noch geklärt werden, das ist noch nicht untersucht. Und dann ein Beispiel aus dem Neuen Reich. Ein historisch ganz bedeutendes Relief, dessen Bedeutung auch erst vor wenigen Jahren erkannt wurde. Nämlich ein Relief, das einen Prinzen zeigt, der hinter seinem Vater steht, von dem nur die Schulter und der Hinterkopf mit dem Ohr erhalten geblieben sind. Über dem Prinzen der Rest einer Inschrift, aus dem hervorgeht, dass es sich um den Prinzen Thutmosis handelt. Der Stil gehört in die Zeit Amenophis III. Dieser Thutmosis war der älteste Sohn von Amenophis III. Er wäre Nachfolger seines Vaters geworden, wenn er nicht vor ihm verstorben wäre. Er hätte als Thutmosis der Fünfte den Pharaonenthron bestiegen, aber durch seinen frühen Tod wurde sein jüngerer Bruder Amenophis König und hat als Amenophis der Vierte Echnaton die religiöse Revolution von Amarna herbeigeführt. Damit hat München also gewissermaßen das Ausgangsdokument der Amarna-Zeit dank von Bissing in seinen Sammlungen. Aus der Nachamarna-Zeit die Reliefwand aus dem memphitischen Grab des Obergoldschmieds Imen Eminet, ein künstlerisch ganz, ganz bedeutendes Objekt. Aus der Ramessidenzeit ein königliches Relief auf der linken Seite aus Memphis und
ein kleiner Porträtkopf von Ramses II. Und aus der Spätzeit dieser prachtvolle, archaisierende Torso eines Mannes namens Hori. Wir sehen also, wie hier die ganze ägyptische Kunstgeschichte abgewickelt werden kann. Eine besondere Bedeutung besitzen die Leihgaben und Schenkungen von Bissing für München dadurch, dass er sich an den Grabungen von Garstang und Griffith in Nubien und im Sudan beteiligt hat. Denn dadurch kann München heute eine exzellente und repräsentative Sammlung meroitischer Keramik der Jahrhunderte vor und nach Christus aufweisen. Und zu diesen meroitischen Denkmälern gehört die weltberühmte Venus von Meroe, die von Garstang, wie wir im rechten Bild sehen, in der Hauptstadt Meroe ausgegraben wurde und die in ihrer Verbindung eines hellenistischen Statuentypus der Aphrodite von Knidos und einer rein afrikanischen Stilistik, nämlich diesen etwas rundlichen, korpulenten Körperformen, ein super Beispiel für die Brückenfunktion der meroitischen Kunst und Kultur zwischen Afrika und der Welt des Mittelmeers ist. Schließlich gehörten zu den Bissing-Stücken, die in die Glyptothek gelangt sind, auch Denkmäler aus der koptischen Periode, also aus den Jahrhunderten nach Christus, wie diese beiden Stelen. Bissing hat wie ein Bilder publiziert. Seine Bibliografie, sein Schriftenverzeichnis, weist über 600 Titel auf. Sie reichen von der ägyptischen Kunst, seinem eigentlichen Arbeitsgebiet, über die ägyptische Kulturgeschichte bis hin zur ägyptischen Literatur, also quer durch das pharaonische Ägypten. Und er greift immer wieder von Ägypten aus auf die Nachbarkulturen, auf den Vorderen Orient, auf Mesopotamien und auf Sardinien und Etrurien. Er war im besten Sinne des Wortes ein Universalgelehrter. Das alles geschah in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg bedeutet für Bissing eine ganz einschneidende Erfahrung. Sein Vater, Moritz von Bissing, schon im Ruhestand, wird vom Kaiser Wilhelm II. Zum Generalgouverneur des von Deutschen besetzten Belgien ernannt. Er wird damit zum Regierungschef von Belgien und führt dort ein Schreckensregiment. Er ist für eine ganze Reihe von Hinrichtungen, auch von Frauen, verantwortlich. Er hat Tausende und Tausende von Belgiern nach Deutschland deportieren lassen, wo viele von ihnen den Tod gefunden haben. Und Friedrich Wilhelm kommt zu seinem Vater nach Belgien und verfasst für ihn politische Propagandaschriften, in denen es vor allem auch darum ging, eine Teilung Belgiens vorzubereiten in einen französischsprachigen wallonischen Teil im Süden und einen flämischen Teil im Norden, der künftig einmal dem Deutschen Reich zugeschlagen werden sollte. Friedrich Wilhelm, der Ägyptologe, wird gewissermaßen zum Propagandainstrument des Vaters, des Generalgouverneurs, der 1917 dann verstirbt. Bissing kehrt nach München zurück, gerät aufgrund seiner wohlbekannten politischen Einstellung in Konflikt mit der in München auf der Bühne erscheinenden Räterepublik, wird vorübergehend auch ins Gefängnis gesetzt und 1922 ist für ihn München kein Ort mehr,
an dem er leben möchte. Er packt seine Sammlung ein und geht nach Holland und nimmt einen Ruf an der Universität in Utrecht an. Sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Ägyptologie in München wird Wilhelm Spiegelberg, dem dann 1932 Alexander Scharf folgen wird, der bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in München die Ägyptologie vertritt. Die Verbindung Friedrich Wilhelm von Bissings mit dem Nationalsozialismus ist auf eine geradezu beklemmende Weise in einem seiner bekanntesten Bücher dokumentiert. In seiner ägyptischen Kunstgeschichte, einem zweibändigen Standardwerk, das 1934 erschienen ist und in dessen ersten Band eine Widmungsseite Rudolf Hess, dem deutschen Kämpfer vom Strand des Nils zu eigen, zu lesen ist. Bissing ist bereits 1925 in die NSDAP eingetreten, hat dann aber in den späten 20er Jahren einen Brief an einen Freund geschrieben, in dem er die Religionspolitik von Adolf Hitler scharf kritisiert. Denn, erstaunlicherweise, Bissing war trotz seiner nationaldemokratischen, nationalsozialistischen Gesinnung Synodale der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Dieser Brief wurde dem Führer hinterbracht. Daraufhin wurde Bissing aus der Partei ausgeschlossen. Er schreibt einen Entschuldigungsbrief an Hitler und bittet darum, ihn nicht auszuschließen, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, selbst aus der Partei auszutreten. Das wird abgelehnt. Übrigens, seine Tätigkeit in Holland, in Utrecht von 1922 bis 1926 endet vorzeitig wegen des Vorwurfs der Homosexualität. In Holland hat er mit dem holländischen Privatsammler Lunzing Schörleer zusammengearbeitet, seine Sammlung zusammen mit der Sammlung Schörleer ausgestellt und Schurler dann auch einen Teil seiner Sammlung verkauft, als er 1926 nach Deutschland zurückkehrt. München ist für ihn kein Ort mehr, an dem er leben möchte. Und so zieht er sich auf sein Landgut bei Oberaudorf am Inn Aggerbichl zurück, das wir hier in diesem Bild sehen, und dieses wunderbare Haus in den bayerischen Vorbergen wird nun bis zu seinem Tod sein Lebensmittelpunkt. Er ist inzwischen finanziell nicht mehr in der wunderbaren Situation der Vorkriegsjahre und sieht sich gezwungen, die immer noch überreiche Sammlung, die er aus Holland zurückholen lässt, nach und nach zu verkaufen. So finden sich heute Bissing-Stücke in Berlin, in Hannover, in Leiden, in Amsterdam und in vielen anderen kleineren Sammlungen. Und natürlich ist München ein Ort gewesen, der besonders von dem Verkauf der Bissing-Sammlung profitierte. Zum Teil werden auch die als Leihgaben in die Münchner Sammlungen gelangten Stücke nun definitiv vom bayerischen Staat aufgekauft. Man kann sich vorstellen, wie Friedrich Wilhelm von Bissing einst eine der großen Persönlichkeiten der internationalen Ägyptologie auf seinem Landgut im Aggerbichl nicht gerade besonders glücklich auf seine Sammlung geschaut hat und eine große Vergangenheit als eine Erinnerung, die nie wieder kommen wird, empfunden haben muss. Er bleibt wissenschaftlich produktiv und noch
1950, wenige Jahre vor seinem Tod, veröffentlicht er ein Manifest über die Kunstforschung in der Ägyptologie, ein Manifest, das noch heute lesenswert ist und das wir gerade hier in München, wo wir die ägyptische Kunstgeschichte als einen wesentlichen, immer noch vernachlässigten Teil der Ägyptologie betreiben, in besonderer Ehre halten sollten. Aus der Sammlung von Bissing sind erst vor wenigen Jahren nicht weniger als 600 Objekte von Ägyptischen Museum München erworben worden aus dem Nachlass, aus Familienbesitz. Es sind nicht mehr die großen Kunstwerke, aber es sind repräsentative Beispiele aus 4 Jahrtausenden ägyptischer Kunst und Archäologie. Auf diesen Objekten lesen wir entweder direkt auf dem Objekt oder auf Anhängeschildchen die für die Bissing-Sammlung typischen Inventarnummern, ein Buchstabe für die Materialgattung, S für Stein, F für Fayence, H für Holz, T für Ton und M hier nicht vertreten für Metall. Und wenn wir die laufende Durchzählung der verschiedenen Materialgattungen allein schon auf diesem Bild vornehmen, dann kommen wir schnell in die Tausender. Wir wissen, dass es nach wie vor im Familienbesitz eine ganze Reihe von Bissing-Objekten gibt und wir sind weit davon, heute einen gesamten Überblick über diese unvorstellbar reichen Bestände zu haben. Was vom Bissing bleibt, sind in München zwei Aspekte. Einmal die Sammlung, die mit über 2000 Objekten aus der Bissing-Sammlung Eingang ins Museum gefunden hat, und zum anderen die wissenschaftliche Leistung von Friedrich Wilhelm von Bissing als Verfechter der ägyptischen Kunstgeschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.